Wenn die Leute von den Treichler tönt, dann ist wieder Alpabfahrt. Immer auf den Herbst her kommen die Tiere vor Alp zurück ins Tal. Gestern Abend waren die Rinder vor Hinterarnialp, die nach einem 15-Kilometer-Umzug zum Miswald unterfeierlich empfangen wurden. Es ist noch früh am Morgen, als der Landwirt Jürg Reisch mit seinen Helfern Gusti für die Alpabfahrt mit Treichler und Blumen schmückt. Der Landwirt weiss, was ihn erwartet. Die Alpabfahrt hat sich schon ein bisschen entwickelt. Es hat heute mehr Zuschauer. Es ist touristisch vermarktet und es tut dem schon ein bisschen animieren, mehr zu machen, noch mehr zu machen. Eigentlich viel zu machen für die Touristen oder die am Strassenrand stehen, alle zusammen ein bisschen zu zeigen. Wir haben noch einen rechten Bauernstang. Für Gusti ist es das erste Mal, dass sie so eine grosse Glocke und Schmuck angelegt bekommen. Die grosse Aufgabe der Helfer ist, die Tiere zu beruhigen. Und dann geht es Richtung Summiswald. Rund 15 km legen die Tiere vor Hinterarnialp auf Summiswald zurück. Im Wasser wird die Alpabfahrt von den Leuten am Strassenrand empfangen. Ich finde die Blümchen schön. Wie die Blümchen aussehen, wie das alles, wie die Kühe geschmückt sind. Das ist einfach etwas, was man ein bisschen im Blut haben muss. Wenn man ein bisschen Älpler ist, dann hat man das. Und das ist immer wieder schön, wenn das eigentlich noch gepflegt wird. Es ist immer wieder schön, den Alpabzug zu schauen. Es ist eine Tradition. Nicht ganz alles läuft rund. Eine Person wird Summiswald von einem Gusti verletzt und muss mit der Rega ins Spital geflogen werden. Es ist das erste Mal, dass eine Alpabfahrt zu einem Zwischenfall kommt. Insgesamt sind am Freitag 650 Tiere von den verschiedenen Alpen rund um den Wasen eingetroffen und empfangen worden. Die Tiere werden jetzt den Bauern Summiswald zum Überwintern zurückgeben.